Hallo, da bin ich wieder beim zweiten Part des Specials und jetzt habe ich auch wie versprochen den Gast hier. Sag hallo, Hallo. Queersack. Hallo. Cool, dann kannst du ja losgehen. Ich hoffe, ich werde dich nicht zu sehr nerven mit diesem viel Text, der wohl doch noch kommen wird. Neun Text. Cool, ja, ich freue mich jedenfalls und lass uns beginnen. Dann kann ich ja So. gleich noch für die Schule den Text analysieren. Yeah. Ja. Könntest ja aus Spaß eine Na. Interpretation schreiben. Ach ja, der Typ Stimmt. da unten rechts. Ich hoffe, ihr findet den nicht zu so anstößig. So, das war die Vorstellung. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Gibt es Fragen? Ups, das Wuschelteil ist weggefallen von meinen. Ach, oh, Scheiße. Lautsprecher. Ja! Was sein Was für ein Gag. Dekadenz? Nun ja, das M ist, wenn man. Ach, und wieso ist Satan verschwunden? Sollte er nicht gestorben sein? Sieh jetzt. Oh, es geht automatisch ab. Ich denke mal, ihr könnt das alles lesen. Ich muss das ja nicht vorlesen. Ja, ihr konntet wohl nichts sehen, dass er gerade ein Porno gucken wollte, aber. Ihr wisst wahre Philosophie nicht zu schätzen. Ja, das war vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich denke mal, ein aufmerksamer RPG-Maker-Spieler wird das alles lesen und es ist eh unwichtig. Yeah. Geil, das soll heißen, die Leute sind jetzt verschwunden und das soll Tür schließen heißen. Okay, sag Und mal das heißt, was. sitzt da immer noch einer? Ach Ja. so, okay. Ach so, das ist jetzt der Hauptheld der Geschichte, Stan, eine Ableitung von, wird man jetzt ein A zwischen den S und T einschieben, wisst ihr, was das heißt? Also, ich glaube, Quetzak hat jetzt die Einleitung nicht gesehen, deswegen weiß er ja nicht, was das bedeutet, aber, naja. Oh, Satan. yeah, 666. Na, was wohl? Du bist der einzige Künstler in der Stadt, was glaubst du? Soll ich den ganzen Tag sonst so machen? Voll nicht wortwörtlich übersetzt, aber voll scheiße geschrieben von mir. Na toll übersetzt, vom Deutschen ins Deutsche. Ja, ne, und vor allem ist das Face von dem Respekt. voll kindisch, weil sich das mal so ansieht. Ach, du hast recht. Ich muss den Leuten was bieten. Das ist zu lahm. Ich brauche irgendwas Spannendes. Bewegung. Animation. Haha, ASDF-Movie. Naja, mit dem Ding dürfte das doch gar nicht so schwierig sein, wovon auch immer du gesprochen hast. Meine Technik ist jetzt noch nicht ausgereift genug. Ich muss noch weiter an diesem Gerät basteln. Also für die, die das nicht gesehen haben, zum Beispiel Queersack, der hat gerade so mit ganz billigen Kinderzeichnungen, so eine Präsentation gezeigt über irgendwelche Wahnvorstellungen von ihm. Ich glaube, dein Fehler sind diese albernen Satyren. Alberne Satyren? Ich will den Leuten die Wahrheit beibringen. Ja, also ihr seht, der Typ da ist ein Spasti. Und der Typ da hinten ist eigentlich, ja. Egal, ich habe den Charakteren viel Leben eingehaucht, glaub mir. Ja, Wahrheit, das war wohl die zusammengewürfelste Scheiße, die ich je gesehen habe. Du verstehst nicht. In meinem Traum sehe ich Dinge, die andere nicht sehen. Schließlich habe ich diese Stadt schon dreimal vor dem Feuersturm gewarnt, der einfach so aus heiterem Himmel auftauchte. Stimmt. Und ich war dreimal live dabei. Und ich war dreimal stinksauer. Haha. Welche Ironie. Ich glaube, Stan sagt doch gerade jetzt genau das, was man sich denkt, oder? Bist du eigentlich noch Soll ich dabei, jetzt Queersack? denken? Ich habe immer Angst, wenn du so still bist. So. Oh nein, er ist draußen. Nein. Jedenfalls, an Träume erinnert man sich doch nie genau. Deine Geschichte klang aber sehr konstruiert. Also, was? Da steht wirklich and? Erzähl mir nichts von Visionen? Ich glaube, der ist Anglizismen gestört, Böse meiner. Anglizismen, ey. Ganz böse, böse. Ja, ne. Oh, ach ja, nur für die Noobs hier, die zugucken. Nein. Es hat keinen Zweispieler-Modus. Er guckt nur über Videoübertragung zu und tut passive Kommentare abgeben. Vielleicht ein paar bitterböse. Naja. Okay, ein paar Sachen habe ich dran gehangen, aber ich weiß, dass es so ist. Oh ja, besonders das mit der Inkarnation Satans. Und ihr wisst wohl jetzt, wer Stan ist. Boah, voll der Story-Spoiler. Stan ist Oh, du Satan. bist böse. Oh, ich glaube, da kommt wer. Oh mein Gott, es ist ein Ich Pastor. komme, ich komme. Ich komme. hey, wie kannst du es wagen, über meinen Kopf zu springen? Okay, jetzt nicht wundern, was für eine kranke Scheiße der Priester sagt. Nun, ich könnte auch auf den Köpfen von kleinen Satanisten wie dir springen. Hey, lass das gefälligst meine Sache sein. Nun schweig. Okay, in der Urversion hieß er Directo-Mix. Er geht immer nur 90 Grad und geradeaus. Das heißt, er würde also nie um einen herumgehen, sondern immer geradeaus. Ich weiß, das klingt einfach nur bescheuert. Nun schweig. Spreche ich da mit dem verirrten Schäflein Vincent? Ich glaube, die Musik ist gerade leise, aber keine Angst, sie wird noch voll laut. Was? Da fragst du noch? Ich bin ein Künstler und kein Schaf, klar? Beziehungsweise, wer hat die Tür schon wieder offen stehen lassen? Haha, die Tür ist immer offen.
Kunst, ich nenne es Blasphemie. Sie möchten doch nur mit ihrer Propaganda für ihre eigene Spaßreligion werben. Ich bin doch kein Kind mehr, ich versuche den Menschen die Wahrheit vorzuführen. Das klingt irgendwie nicht wie ein Fun-Spiel, habe ich so Angst? Wir sind der einzige Glaube, hahaha, ihr verratet. Das ist groß. Ja, das soll, wie eine gestörte Lache klingen. Harr, harr. Harr, harr, klingt irgendwie wie so ein Vampir. Ich bin ein Pirat. Ja, ne? Ihr verratet euch mal wieder selbst. Glauben heißt nicht wissen und jetzt verpiss dich. Sie, Ketzer, sie werden exekutiert. Dafür sorge ich höchstpersönlich, wenn sie sich nicht sofort entschuldigen. Eigentlich könnte der auch gleich die Persönlichkeit von Sim haben. Ich weiß nicht, kennst du Invader Sim? Ja. Ja, ist meine Lieblingsfigur, oder falls du es schon There's mal gesehen hast. There's a pigeon ist. On your head. You got head pigeons, go to the school nurse. Ich muss leider zugeben, dass ich immer nur die deutsche Version gucke, aber die ist auch nicht schlecht synchronisiert. Ach, eine bessere... Okay, das ist, klingt voll kindisch. Ach, eine bessere Konter hast du nicht drauf. Besser du solltest dich entschuldigen, weil du meine Kunst verspottet hast. Keine gute Idee, Vincent. Er klingt ziemlich ernst. Was will er denn machen? Er ist doch nur ein alberner, schwuler Messdiener. Ah, er hat schwul gesagt. Oh mein Gott, ist die Musik laut. Ich werde die schneller springen. Nein? Ich dachte, du hast alles so laut. Naja. Nein, irgendwie die am Anfang war lauter. Okay, dann ist es ja gut. Ah, ich bin ein Pastor, ich bin kein Diener. Ich kann schon delegieren, nicht so wie ein scheiß Diener. Ja, ein ziemlich machtsüchtiger Pastor. Überhört er gerade mit Absicht die Silbe Mess? So übersetze ich Punkte. Woran denn? Kein Grund, sich aufzuregen. Sie bekommen ihre Quittung noch. Der Herr im Himmel wird sie bestrafen. Ja, er dreht Hier sich nach links. Gott, gib Gandalf deinen Ring. Woher war das? Ich bin leider ein sehr unwissender Vollidiot. Nein. Was für ein Freak. Es gehört sich nicht für einen Pastor, sich so aufzuregen. Der Herr sollte die Kirche für ihre Lügengeschichten bestrafen. Nein, was soll's? Ich stehe am Zeichen des Mondes. Hat nichts mit Sailor Moon zu tun. Ich sag's nur nochmal. Und was wirst du jetzt tun? Oh Gott. Was ich tun werde? Ich werde das tun, was jeder gestörte Idealist machen würde. Ich male ein Bild von Gott. Ich glaube nicht, dass man dich zu Recht als Idealist beschimpfen kann. Na, gestört vielleicht schon. Na dann, genug gequatscht. Komm, wir drücken die Scheiße weg. Viel Erfolg bei deinem Kunstwerk. Oh Mann. Mein Gott, mein Stuhl. Oh Gott, ist er zusammengekracht und du liegst auf dem Boden. Ich glaube, das würde man hören. Oh Mann, Vincent steckt echt in Schwierigkeiten. Oh mein Gott. So ein beliebter Let's Player von mir hat ja in einer Let's Play wäre fast der Bürostuhl zusammengekracht und der... Naja. Warum ist er nicht zusammengekracht? Ich finde das viel besser, lustiger. Aber was, wenn... Okay, das Gesicht ist schlimm, oder? Aber was geht mich das schon an? Ich werde ja nicht gezielt beobachtet und gejagt. Oder vielleicht doch. Alter, die haben nur gelabert und wir haben schon 8 Minuten los. Ich wusste, dass ich das langziehe. Willkommen, ich bin Stan. Verunsicherter Blick. Der schräge blaue Kerl ist Vincent. Er nennt sich selbst Künstler. Führt den Leuten kritische, aber verschwörerische Karikaturen gegen die Kirche dar. Was natürlich sehr viel Ärger bedeutet. Naja, der dumme Mäuse namens Volk geht beiß am Arsch vorbei, obwohl sie sich ein klein wenig zur Kirche hingezogen fühlen. Weil es dort immer ein Stück essbare Pappe zu fressen gibt. Sie können sie auch in den Himmel kaufen. Pappe. Oh ja. Gibt's dazu nicht noch irgendwie so einen komischen Wein oder so? Ich glaube nur früher. Nee, nur für den Pastor. Ja, ne? Der Pastor kriegt das Bier und die Frauen. Vor allem das. Vincent ist 20 Jahre alt. Sie können sich nun frei bewegen. Drücke die Pfeiltasten, um in die jeweilige Richtung zu laufen und Escape, um das Menü aufzurufen. Aber für dich als Maker-Veteran ist das nichts Neues, oder? Ist ja irgendwie so. So, jetzt sind wir Stan, können frei herumlaufen. Ist ganz... Ich meine, viele werden wohl RPG-Maker-Spiele kennen, aber... Für die, die es nicht wissen, Pfeiltasten zum Laufen und... Ups, Enter zum Ansprechen. Ich spiel's gerade mit dem... merkwürdiges Hood. Jedenfalls, ich spiel's gerade mit dem Controller und muss gucken, wo ich sprechen kann. So, sprechen wir mal Vincent an. Na los, geh schon, du störst mich bei meinen Tagträumen. Tagträume sind wohl ziemlich beliebt unter Exzentrikern. Ja, der erste tolle Kommentar. Naja, okay, Was liegt denn da auf dem Boden? Oh, okay. Hey, dieselben Stiefel besitzt Abacus auch. Okay, die ersten Kommentare sind noch nicht so gut, also wären besser. 42, das ist zum Beispiel echt faul. Was? Bin ich ein Vampir? Oh, er kann sich nicht sehen. Yippie, nettes Kunstwerk. Großartig, einfach fabelhaft. Jetzt muss Vincent ihr nur noch Leben einhauchen. Ja. Man kann auch so komische Sachen machen. Oh, der war laut. Na, das ist immer dieses Wave-Sound. Momentan bringt das, glaube ich, noch nicht viel. Es ist halt dieser Kasten, den man machen kann. Also, ich habe auch eine richtig scheiß Sache gemacht. Werdet ihr sehen.
Oh Gott. Hm, ich frage mich, wozu dieser Knopf gut ist. Und ja, okay. Das war geklaut. Oh mein Gott. Ich hoffe nicht, dass mich welche Seven Close Studios jetzt hier sperren. Hey, lass. Ich dachte. Okay, was dachtest du? Ich dachte jetzt, du drückst den Knopf und da kommt Rickroll oder sowas und du hast mich voll gedisst. Okay, das wäre natürlich auch geil. Irgendwie. Scheiße. Es wird auch noch mehr von solchen scheißen Sachen geben, aber okay. Hey, lass die Finger von meinem synchronisierten Daumenkino. Die Lache kam mir auch irgendwie bekannt vor. Ja, es soll also Vincents Stimme sein, die wir gerade gehört haben. Boah, erste Synchronstimme. Klar. Okay, wir gucken mal. Ja, leider sind viele Sachen noch nicht ansprechbar. Hätte ich eigentlich machen sollen. Okay, Achtung, jetzt wird's vielleicht laggen. Im Dorf, wegen dem Nebel. Ach, geht ja eigentlich. Normalerweise laggt es immer durch den Nebel oder so, aber ich habe das irgendwie hinbekommen. Ja, sieht richtig krank aus. Und das ist eine kranke Zeichnung von mir. Oh Gott, ist die schlecht. Hollow Village, das soll also das Dorf sein. Also ich sollte schleunigst nach Hause kommen. Schließlich laufen die Schleimis wieder amok und verwüsten die Stadt. Ich sollte möglichst einer Konversation mit ihnen aus dem Weg gehen. Sind ganz und gar durchtrieben. Mein Haus ist das letzte östlich von hier aus. Man kann schon mal schön speichern. Ich habe ja viele Speicherpunkte, die eigentlich unwichtig sind. Ich überspeichere den ersten. Sind wir Level 50? Wenn ja, ist das ein Fail. Wir sind Level 4. Okay, das sollte eigentlich nicht so geplant sein, aber es ist jetzt letztendlich auch egal, weil die Kämpfe hier echt nicht nötig sind. Ich sag mir selber, dass mein Haus östlich von hier ist. Ja, ne. Stimmt, er hat gedacht, das waren die, ich glaube, da war in Klammern geschrieben, ich hoffe es. Hervorragende ja. Attitüde, wirklich nicht schlecht. Ja, sehr geiler Kommentar. Mhm. Total. Oder hier, ich sollte mal ein bisschen voran machen und spreche jetzt alle Scheiß an. Tja, das ist Gott. Zumindest in Vincents Augen. Die Kirche besitzt ähnliche Statuen, die angeblich Jesus mit langen Haaren darstellen soll. Ja. Totenköpfe könnten eigentlich eine prima Behausung für Insekten sein. Ach, das sind sie ja schon. Ja, der war zum Beispiel auch nicht ganz so gut. Oder hier kann man einen Streich spielen. Hm, das könnte mal wieder eine Zeit für einer meiner diabolischen Streiche sein. Hm, was willst du? Natürlich den frohen High and Smiley da. Kritze, Kritze. Jetzt rat mal, was passiert ist. Queersack? Ja. Hm, du hast bestimmt nicht die Pfeile umgedreht oder so. Ja, ne, das denken sich alle, aber das hätte ich eigentlich auch machen können. Brunn, Kirsche. Wow. Oh, brutal, brutal, brutal. Okay, eigentlich das Wichtigste ist es. Ach, wir gehen erstmal zu den Eltern, aber ich denke mal, bis ich da hingehe, welche diesen Part an dieser Stelle erstmal cutten. Also das war schon mal die zweite Einleitung, kann man schon fast sagen. Und wir sehen uns gleich im nächsten Part.